Betrachte die Zeltausrüstung. Eine Zeltausrüstung auf einem Als Luftschiff. Kind hatte ich oft davon geträumt, einfach abzuhauen und mich in den Wäldern zu verstecken. Doch erstens hatte ich damals keine so gute Ausrüstung. Und zweitens ging das Gerücht, die Bäume wären lebendig und würden sich an Campern vergreifen. Ist ja sehr freundlich. Was haben wir hier noch? Durchsuche den Schrank. Ein Western-Outfit, eine Bowlingjacke, ein Oktopuskostüm, eine Federboa, was man halt so erwarten würde. Auf jeden Fall, das erwarte ich von einem bösen, dicken Piraten. Also, ich weiß nicht, das ist irgendwie very strange. Aber gut, durchsuche mal. Ich könnte mich als Prinzessin verkleiden und mich von einem dicken Klempner retten lassen. Na. Einen auf Mario machen ist doch auch mal nicht schlecht. Gibt's sonst noch etwas? Ich könnte mich als Fledermaus verkleiden, mein Anti-Abfangjägerspray benutzen und... Nein, auch nicht. Batman wäre auch eine Idee, aber vielleicht gibt's doch noch irgendetwas. Ich könnte mich als Computerspieldesigner verkleiden, das erste Kapitel umschreiben und... Nein. Das wäre eine Möglichkeit, aber nein, das ist nicht die... ich muss nochmal drücken, mal gucken, was dann noch so loslässt. Es ist zwar kaum zu fassen, aber keines der Kostüme scheint mir in meiner Situation weiterzuhelfen. Okay, zumindest wissen wir jetzt Bescheid. Was gibt's denn da noch? Betrachte den Skelettmann. Ein Knochenarm. Vermutlich für den 31. Oktober. Da gibt's überall Paraden von Untoten und ihren Unterstützern. Wir sind untot, wir wandeln auf Erden. Gewöhnt euch dran. Oh wei, wo gibt's denn das? Nimm den Skelettarm. Für was sollen wir einen Skelettarm nehmen? Für was? Gibt es dann noch mehr zu betrachten? Ist ein Fallschirm an Bord eines Luftschiffs nicht sinnvoller als ein Zelt? Ich meine, selbst wenn die Mary noch ein normales Schiff wäre, aber ein Zelt? Ja, das hatte ich mich vorhin auch gefragt. Aber theoretisch, wir haben keinen Fallschirm an Bord, ein Zelt. Naja, mit der dicken Mary und dem Riesenzelt könnten wir dann auch wenigstens so abstürzen. Okay, da scheint noch etwas. Nämlich betrachte die Unterlagen. Das machen wir auch. Unglaublich, worum man sich als Pirat heutzutage kümmern muss. Krankenkasse, Piratensozialkasse, betriebliche Altersvorsorge, Unfallversicherung. Laut dieser Unterlagen ist ein Pirat mit Augenklappe und Holzbein berufsunfähig. Na, gut zu wissen. Also ab. Nimm die Unterlagen. Nimm die Unterlagen. Der Papierkram war schon beim ersten Lesen langweilig. Da ist sogar die Büroklammer, die das Ganze zusammenhält, interessanter. Ja, immerhin. Eine Büroklammer. Was haben wir denn jetzt hier alles? Mensch, wir haben jetzt noch einen Skelettarm da dazu bekommen und eine Büroklammer. Ich habe keine Ahnung, für was wir denn einen Skelettarm benötigen, aber das werden wir bestimmt noch herausfinden. Was ist das? Ah, das sieht mir sehr nach teuren Zigarren aus. Ja, natürlich verschlossen. Sieht aus, als bräuchte ich einen sehr kleinen Schlüssel oder eine verdammt große Axt. Beides haben wir nicht zur Hand, aber vielleicht klappt es mit der Büroklammer. Machen wir ein bisschen einen auf Dietrich. Ich biege die Büroklammer auseinander. Funktioniert. Kann ich damit das Schloss knacken. Oh je, Fummelarbeit. Ich bin nicht besonders gut in sowas. Nee. Nee, das scheint... Nee, ich glaube, das muss bei dem hier irgendwie... So, und dann vielleicht so, und dann so. Ah, okay. Aha, das war's. Hat funktioniert. Ja, noch eine Zigarre drin. Hoffentlich kann ich damit heute Abend meine gelungene Flucht feiern. Oder wir missbrauchen sie für andere Dinge. Yay! Weiß zwar nicht warum, aber wir haben jetzt eine Zigarre. Was gibt's denn da noch? Betrachte das Kästchen. Ich habe die letzte Zigarre schon genommen. Solange ich das Kästchen nicht auffülle, wird es leer bleiben. Es sei denn... Nein, nicht magisch. Okay, was haben wir hier noch? Betrachte das... Mein Schiff. Oh, nicht schlecht für einen armen Jungen aus den Straßen von Huffenhausen.
Ich habe früher Äpfel gepflückt und sie poliert, bis sie unwiderstehlich aussahen. Dann habe ich sie verkauft und mir am nächsten Tag von dem Gold neue Äpfel gekauft. Viel mehr dieses Mal. Wieder habe ich sie poliert und verkauft und am dritten Tag konnte ich mir Holz für einen kleinen Marktstand leisten. Mit dem Gold, das ich mit meinem Marktstand verdiente, kaufte ich mir ein Grundstück, um Apfelbäume zu pflanzen. Auf dem Grundstück habe ich dann einen Goldschatz gefunden und bin zum Pokern gegangen. Harte Arbeit ist scheiße. Ja, jetzt wissen wir, was er da davon hält. Aber ziemlich schlau mit den Äpfeln und so. Kann man da noch mehr aus ihm rauskriegen? Ein schönes Modell meines Schiffs, der Mary. Noch etwas? Schönes Modell meines Schiffs, der Mary. Okay, dann nicht. Was haben wir hier noch? Betrachte den Schminktisch. Ein Schminktisch. Tiegel, Cremes, Puder, Pinsel. Alles, was man für eine Altbausanierung braucht. Würde ich auch sagen. Was? Nimm die Schminkutensilien. Für was brauchen wir Schminkutensilien? Was soll's. Nehmen wir das. Und das. Mit dem Kram könnte man einen Paladin glücklich machen. Wir haben aber keinen Paladin zur Hand. Was haben wir jetzt noch? Betrachte den Spiegel. Ach, das muss der schönste Tag im Leben dieses Spiegels sein. Mal gar nicht eingebildet. Was können wir denn machen? Oh, das war jetzt eher geraten. Da hat irgend so ein Schmierfink Daumenabdrücke hinterlassen. Und ein anderer hat Puder dagegen gepustet. Ja. Sehr schlau. Für was? Schlauch? Konfetti? Nö. Konfetti-Tröte? Vielleicht können wir irgendwas kombinieren. Vielleicht mit dem Wattebäusch? Wattebäusch? Nicht Wattebäusch, sondern Wattebäusch. Nö. Okay, was haben wir hier noch? Betrachte den Schminktisch. Ich habe mich immer gefragt, woher der Dicke seine schweinchenrosa Wangen hatte. Jetzt weiß ich es. Ein Pirat, der sich schweinchenrosa Bäckchen malt. Das ist ja schon mal... Also ey, ich bin echt gespannt drauf. Da kann man nochmal das... das Pudelschiff haben wir ja schon betrachtet. Sollen wir vielleicht... Hier... funktioniert. Hab gedacht, wir könnten vielleicht die Mary ein bisschen auf Vordermann bringen. Aber... Warte mal, wenn wir kein Holzstück nehmen können, vielleicht können wir unsere Zigarre anzünden. Dann könnte ich in einer Anti-Raucher... Ups, sorry. Dann könnte ich in einer Anti-Raucher-Kampagne stiften. Aber ich stifte nichts. Ja, sollst du auch nicht stiften, sondern hier... funktioniert sogar. Cool. Na dann lass es dir schmecken. Bevor die Zigarre anfängt zu brennen, habe ich mir das Gesicht verschmort. Irgendwie müsste ich die Zigarre an der Glut entzünden, ohne so dicht mit dem Gesicht heran zu müssen. So vielleicht? Ich in einer Anti-Raucher-Kampagne stiften. Aber ich stifte nichts. Okay, Ach komm, das geht. Ich habe die Zigarre ein Stückchen in den Schlauch geschoben. Das sieht ziemlich pervers aus. Aber gut, halt mal rein. Oh Gott, das sieht aus. Boah, gib dir die volle Dröhnung. Oh, wei. Ach so. Rauchen ist schrecklich und jeder Raucher ein Monster. Das habe ich nicht gesagt, aber solange es dir geschmeckt hat. So, jetzt haben wir eine entzündete Zigarre, Schießpulver und Konfetti, Watte, Tröte, Karnevalsding, Skelettarm, Schlauch, Korkenzieher. Alles klar, das sind Sachen, die wir jetzt haben. Gibt es hier sonst noch irgendetwas, was wir machen können? Nochmal die Mary anquatschen. Machen wir das halt nochmal. Oh, welch Freude. Dein Kapitän ist da. Du bist kein Kapitän. Du bist gar nichts. Tja, das hat man mir schon mein ganzes Leben lang gesagt. Oh, nun. Also gar nichts ist vielleicht übertrieben. Ha, ich hab dir Schuldgefühle gemacht. Vielleicht mag ich dich doch. Ein bisschen. Ein bisschen? Mary kann langsam uns anfangen zu leiden. Das ist doch schön. So, ja, also hier gibt's nichts mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir hoch zur Kanone und befüllen die mit Konfetti oder was? Wollen wir die Ork-Dame etwa zur Party in die Flucht schlagen oder was? Was ist nun, Nate? Gibst du auf? Ja, Moment. Ich suche nur meine weiße Fahne. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir aufgeben wollen, aber gut.
Schwarzpulver habe ich schon mal. Hätte ich eine Kanonenkugel, hätte die Grünhaut keine Chance. Alles. Naja, oder sagen wir lieber eine etwas kleinere als bisher. Okay, was, Naja, über die Idee lässt sich streiten, aber es wird auf keinen Fall ohne Schwarzpulver in der Kanone funktionieren. Okay, also Wattebausch funktioniert schon mal, oder was? Naja, über die Idee lässt sich streiten, aber es wird auf keinen Fall... Also heißt das auf gut Deutsch, erst Schwarzpulver reinmachen, hä? Huh? Mach erst Schwarzpulver rein. Ich habe jetzt einfach mal versucht gehabt, irgendwas zu benutzen, dass das Wattebausch-Dingens dafür gedacht war, hätte ich nicht gewusst. Okay, und jetzt Wattebausch oder was? Meine Theorie ist, dass die Watte durch den Luftdruck dermaßen komprimiert wird, dass sie beim Aufprall auf Sasis Schiff hart wie Stein ist. Okay. Vielleicht noch ein bisschen Konfetti reinmachen? Konfetti und Wattebäuschen auf einmal? Die Wirkung wäre zu schrecklich. Okay, dann halt beim zweiten Mal. Fehlt nur noch Feuer. Feuer, Feuer, Zigarre. Nimm das! Also schön, gibst du auf? Nein, wie soll ich mich denn da verteidigen? Ich habe ja bloß Kanonenkugeln. Okay, wenn ich richtig gesehen habe, ist hier irgendwo eine Kanonenkugel hingeflogen. Betrachte die Kanonenkugel. Tatsächlich. Ist die da stecken geblieben, oder was? Das dürfte eine effektivere Ladung für die Kanone sein. Ja, schon mal danke. Mist. Sie klemmt fest und bewegt sich keinen Millimeter. Wäre auch zu einfach gewesen, nicht wahr? Gut, dann vielleicht mit... nein, bleibst du stehen. Da... Mit dem Skelettarm? Nein. Mit dem Schlauch? Nein. Es ist auch ohne Schlauch schon schrecklich genug. Tröte? Nein. Mit dem Korkenzieher? Jetzt lauf erstmal dahin. Ich will erstmal gucken, wie sollen wir das denn da raus? Vielleicht mit der Zigarre? Sollen wir sie rausrauchen? Nein. Ich glaube, das Skelett hatte nicht funktioniert. Okay, warte mal. Was ist, wenn wir jetzt einfach nochmal eine Ladung mit Konfetti reinhauen? Und wir hoffen, dass da noch eine zweite Kugel... Ich schon mal. Naja, oder sagen wir lieber eine etwas kleinere als bisher. Okay. Schwarzpulver nochmal rein. Und vielleicht jetzt einfach mal... Auf ein neues. Ja, mit Konfetti. Ab geht's. Ich weiß da nicht, was das bringen soll, aber... Aus den Papierschnipseln werden hunderte gefährliche Schrotgeschosse, wenn man sie aus einer Kanone abfeuert. Das hoffe ich jedenfalls. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, was er sich da vorstellt. Also das Wattebausch hat da auch kein Loch reingemacht, glaube ich. Aber wir feuern mal die Kanone ab. Du hast es nicht anders gewollt. Naja. Noch 10.000 Schuss davon und ich könnte an Altersschwäche sterben. Was meinst du, wie viele du davon aushältst? Das war eher unwahrscheinlich. Das war unwahrscheinlich, aber wir hatten ja jetzt keine andere Wahl. Wir haben jetzt eine Kugel. Und diese Kugel hören wir jetzt auf. Chancengleichheit, würde ich sagen. Yep. So, und das heißt, wir nehmen jetzt Schwarzpulver, denke ich mal. Befüllen diese. Ich nehme einfach den ganzen Rest, jetzt oder nie. Hoffentlich funzt das. Und jetzt... Feuer! Erwischt. Ich bin frei, hörst du? Du wirst mich nie kriegen. Sag das nicht zu laut. Oh nein. Oh.
Oh oh. Ich dachte, ihr Kopfgeldjäger hättet immer noch einen Trick auf Lager. Oh, das ist jetzt echt gemein. Nun komm schon. Du kannst mich doch jetzt nicht zum Dicken zurückbringen. Drei Säcke Gold, Nate. Geschäft ist Geschäft. Also wir sind jetzt genauso frei wie vorher auch. Was haben wir denn hier noch? Warum haben wir den Skelettarm nicht mehr? Gefangener an Bord seines eigenen Schiffes. Wie wird Kapitän Bonnet diesen gar grausigen Streich des Schicksals nur verwenden? Was tust du da? Von Zeit zu Zeit moderiere ich gern mein eigenes Leben. Warum? Weil es sonst niemand tut. Stimmt nicht, du hörst uns nicht zu, das machen wir. Aber das ist schon mal ein guter Stichpunkt gewesen. Wir machen jetzt einfach mal an dieser Stelle einen Cut, ein kleines Päuschen und schauen einfach in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Also bis denn, tschö!